Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Crucified, der kopflose Reiter. Und wir sind jetzt in Sleepy Hollow angekommen und haben eine weitere Aufgabe bekommen. Denn diese nette Dame... My boy, have you found him? Ja, wir müssen den Jungen suchen, denn wir haben gesehen, dass der kopflose Reiter diese Familie vor kurzem erst getötet hat. Denn wir hatten ja hier ein Problem mit dem Feuer gehabt und wollten eigentlich mit dem Paar reden. Aber ja, leider sind sie gestorben. Und wir sind ja der gute Detektiv. Mal gucken, ob wir jetzt hier noch eine kurze Auskunft finden. Okay, wir können hier die Symbole. Gut, denn wir wurden gesandt nach Sleepy Hollow, um 3 mysteriöse Morde aufzuklären, die eben mit dem Hinweis, dass die Leute keinen Kopf mehr haben. Und ja, wir sollen jetzt den Sohn retten und ja, mal gucken, ob wir das schaffen werden. Okay, verschlossen. Wir können damit vielleicht nicht, ne? Was haben wir hier? Ein Bleistift, ne? War das ein Bleistift? Das war... Wobei, warte mal, wir haben den Kescher. Können wir vielleicht mit dem Kescher diese ekligen Käfer... Wir können nicht mit dem Kescher diese Käfer da wegmachen. Das ist jetzt allerdings doof. Okay, haben wir irgendwo noch ein Wimmelbild? Nein, das hatten wir auch in der letzten Folge, die Mühle repariert, damit wir an die Sichel kamen. Genau, mit dem Typen. My pince-nez should be in the midwife's house. I'm blind as a bat. Okay, wir sollen für ihn die Brille suchen. Doch, die Ratte, ey. Ja, gut. Okay, gucken wir uns erstmal weiter um. Zu dunkel. Ja, ist zu dunkel, natürlich. Gut, hier müssen wir irgendeine Kombination eingeben, wo wir leider noch nicht wissen. Ja, das Übliche, ne? Einfach rumdrücken, irgendwann passiert schon mal was. Ich brauche hier etwas. Ja. Eine Kerze. Ich würde gerne die Kerze anzünden, aber hier brauchen wir anscheinend irgendein Glasgefäß. Achso, ich muss mal kurz den Countdown stellen. Gott, oh Gott. So. Wunderbar. Jetzt können wir wieder eine Stunde aufnehmen. Wenn nicht sogar länger. Okay, also. Wir können ihren Sohn retten. Also müssen wir ihren Sohn finden. Wir haben diese Blume. Eine vertrocknete Blume. Ja, theoretisch würde ich jetzt sagen, klar, mit ein bisschen Wasser wird alles wieder besser. Aber zum Schluss stimmt das vielleicht sogar. So, hier haben wir alles geklärt. Hier drin gab es auch nichts mehr. Und wenn, dann höchstens noch ein goldenes Hufeisen. Weil, wie wir ja wissen, mit den goldenen Hufeisen können wir Bonuszeug freischalten. Ach so, warte mal, können wir hier vielleicht... Ah, die gute alte Fackel. Ne? Wer hätte das gedacht? Okay, und mit der Kerze können wir jetzt hier Licht machen. Was? Ich muss jetzt was anderes versuchen. Nein, passt nicht. Ich brauche hier etwas. Oh, Moment, kann ich vielleicht bei den Käfern? Weil ich glaube, die haben das, was ich brauche. Nein. Ist halt schade. Ich glaube, dieses Teil brauche ich. Aber ich weiß halt nicht, wie ich da rankommen soll. Wir haben eine Fackel. Können wir vielleicht... Nein, das passt nicht. Okay. Tipps brauchen wir keine. Ja, ich glaube kaum, dass das wirklich funktionieren würde. Brennende Kerze. Ja, okay, aber... Was? Oh, okay. Gut, was haben wir hier? Salpeter und Schwefel. Können wir die irgendwie vermengen? Nein, können wir nicht, schade. Aber dieses Teil sieht halt nicht mehr ganz so in Ordnung aus, die Laterne, ne? Die sieht ziemlich mitgenommen aus, aber gut.
Wir haben jetzt Feuer gemacht, warum auch immer. Klar, mit dem Kescher erstmal Wasser holen. So, okay. Gut, wie weit kommen... Nein, kombinieren will ich nichts. Wie weit kommen wir zurück? Alles klar, wir kommen bis hierhin zurück. Und der Typ sagt... No one leaves the city. Sir Van Tassel's order. Do you have a pass? Nein, haben wir nicht, aber... Vielleicht können wir hiermit. Weil man muss ja, das muss man ja trotzdem bedenken. Wir haben ja hier auch noch Möglichkeiten, etwas zu machen. Ein leerer Brunnen. Okay. Aber bevor wir uns halt wirklich nur auf diese Bar-Sequenz, also Räume, Wege dort fixieren. Hier scheint etwas zu fehlen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Salpeter und Schwefel. Salpeter und Schwefel. Hier fehlt eine Seite. Wer weiß, welche Seite das ist. Vielleicht ist das die Geschichte des kopflosen Reiters. Denn wir wissen ja auch, dass er seine Zähne ziemlich scharf gefeilt hat, um bedrohlicher auszusehen. Eine Fledermaus? Mit bloßen Händen kann ich die... Okay. Warum? Okay, wäre gut gewesen, wenn das jetzt geklappt hätte. Eine Fledermaus. Aber was? Immer alles rumprobieren. Ich glaube, dafür kriegen wir keine Strafe. So, Kombinationen haben wir noch nicht. Könnte man natürlich einfach rausfinden, indem wir wahllos irgendwas rumklicken. Aber nein, machen wir nicht. So, wir haben eine Fledermaus. Kann ich mit der Fledermaus vielleicht den Vogel? Nein. Den Typen? Nein. Nein, auch nicht. Okay. Hä? Ach, ein Hufeisen. Ja toll, wir haben 13 Hufeisen gefunden. Yay, yay, hey, hey, ho. Ich freue mich so sehr. Geht das vielleicht? Klar, einfach dort reinquetschen, die Fledermaus. Was soll schon passieren? So. Ja, das wäre jetzt lustig gewesen. Ja gut, ich glaube kaum, dass das Spiel so böse wäre, dass wir hier die Fledermaus reinpacken können und dann, ja. Willst du eine Fledermaus haben? Zu dunkel. Es ist halt immer dieser eine Punkt. Sobald man diesen einen Punkt geknackt hat, kommt man relativ schnell voran. Was können wir mit der Fledermaus? Die einzigste Möglichkeit... Für mich jetzt zu sehen wäre, die Fledermaus da reinzupacken oder hier alles abzufackeln. Ne? Aber wir haben ja die Kerze noch übrig, also müssen wir noch was damit machen können. Da befindet sich etwas im Nest. Halt! Show your pass at once! Ja, ich habe keinen Passierschein A38. Lass mich in Ruhe.
Okay. Ja gut, das wäre auch unlogisch, eine Fledermaus in den Brunnen werfen und nichts passiert. Vielleicht gibt es dann Wasser. Wie weit können wir noch weiter zurück? Nee, wir können wirklich nur noch hier hin, dann zu diesem Typen da und halt hier in die Kneipe rein. Nein, das passt nicht. Okay. Diese Maus, ne? Ich glaube nicht, dass sie irgendwas bedeutet. Wenn doch, dann... Das Problem ist halt wirklich, sobald man dann auf Tipp geht, fällt es einem ein nach dem Motto, ach, hätte ich doch, das hätte ich doch selber gefunden. Aber Bleistift, das Ding ist kaputt, so, den Bleistift können wir nicht schmelzen. Wir können auch sonst nichts damit machen, okay. My boy, have you found him? Genau, wir wissen ja, dass der Boy, der Junge, im Keller ist. Wo eben auch der kopflose Reiter ist. Himself, der Kopflose. Ha. Ich muss nachdenken. Ja, das mache ich auch gerade. Aber was könnte passen? Wie gesagt, wir brauchen... Ich kann ja nicht tauschen, sonst würde ich das mit dem tauschen. Oder muss ich das... Nein, okay, anzünden bringt auch nichts. Ha. Das ist zu dunkel. Obwohl wir ja eigentlich jetzt Licht haben. Aber das Licht ist halt noch zu dunkel. Noch nicht hell genug. Ich bin halt jetzt wirklich, ja... Mir fällt gerade nichts ein, was ich machen könnte. Ich weiß halt nicht, ich guck mal, ob es hier eine Hotspot-Anzeige gibt. Nein. Scheint es nicht zu geben, wenn wir mit Leertaste gehen. Bestätigen. Das Bild. Der Typ sucht seine Brille. Im Haus der Hebamme. Hier kommen wir nicht rein, weil hier fehlt etwas. So, hier hinten zurück können wir auch nicht. Wir können ja wirklich nur noch hier hin. Wir haben hier das Nest. Quasi den, ne, gegen die Fledermaus kämpfen lassen und dann fällt das Nest runter. Eine gute Stelle zum Angeln. Problem, du hast keine Angel, mein Guter, du hast keine Angel. Aber was haben wir denn? Wie gesagt, die Fledermaus wäre jetzt der perfekte Moment, um zu sagen, wir können die Käfer verjagen. Ich muss etwas anderes versuchen. Diese kleinen Biester könnten giftig sein. Ja, giftig und eklig, ja.
Okay, dieses Nest hat vermutlich nichts zu bedeuten. Die Blume irritiert mich auch noch, obwohl ich halt ungefähr ahnen könnte, was wir damit anfangen sollen. Verschlossen. Ja klar, den Schlüssel kriegen wir garantiert in diesem Tresor. Aber wo haben wir eine Kombination, dass wir sagen können, wir haben hier eine Nummer und können dann das öffnen? Nee. Gut, das wäre jetzt unglaubwürdig, wenn wir die Holzstapel als Kombination nehmen würden. Wir haben den Bleistift. Wir haben aber nichts, was wir zum Aufzeichnen nehmen könnten. Dass wir irgendwo ein Feld frei haben, wo wir sagen würden, hey, das können wir jetzt aufzeichnen und kriegen dadurch die Kombination. Leider nicht. Hier haben wir nur die Käfer. Und es sind halt, ja. Ich würde jetzt was versuchen. Also, wenn ich jetzt wirklich alle Käfer zählen würde, müsste. Ich glaube, das wäre dann nicht so gut. Oh Mann. Oh Gott, oh Gott. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, dass wir in der zweiten Folge genau hier hängen bleiben? My pince-nez should be in the midwife's house. I'm blind as a bat without them. Im Haus der Hebamme. Ja, wir sind ja in dem Haus. Problem ist, ich weiß halt nicht, ob das das Haus ist der Hebamme. Weil ein anderes Haus gibt es ja hier nicht. Ne? Wie gesagt, wir können nicht hier lang gehen. Da fehlt uns etwas. Der Brunnen ist ausgetrocknet. Ist genauso das Problem. Der Typ will einen Passierschein haben. Da befindet sich etwas im Nest. Naja, kombinieren. Einfach jetzt wirklich wahllos alles probieren. Ah, Mann, Junge. Lass mich doch jetzt nicht zappeln spielen. Eine Seite. Oh. Okay, cool. Wirklich? Wirklich? Hallo? Achso, ich muss herausfinden, was diese Zahlen bedeuten, der Schrift zufolge hat sie jemand hastig niedergeschrieben und die Seite mitgenommen. Ja, 497.
Ja, nice. Also, let's go, ne? Oh, Mann. 4, 9, 7. Ding dong. Und wir kriegen den Schlüssel. So, Junge, wir retten dich. Ab in den Keller. Zum Bösen. Und los. Oh nein. Das erinnert mich irgendwie aus einem anderen Spiel. Aus einem anderen Wimmelbildspiel. Eine Zerkleinerungsmaschine. Oh, der arme Junge. Ja, verschlossen. Ja, warum auch nicht? Mensch, ja, Mensch. Es kann ja nicht so einfach sein, dass irgendwann mal ein Schloss wirklich offen ist. Ich muss nachdenken. Ich kann diesen Gegenstand hier nicht. Ja, okay. Eine Notiz. Oh. Eine Schale mit einer Fledermaus. Eine Blüte und eine Pflanze, beziehungsweise, ja, ich weiß nicht. Also Erde oder Sand und Tränen des Glaubens. Die Brille. Ja, die Gießkanne. Ja, jetzt geht's los hier, Mensch. Junge, kann ich mit dir reden? Nee. My boy. Ja, dein Junge, die sitzt da unten in einem Bannkreis und kommt nicht mehr raus. Kann ich hier vielleicht? Ah, ja. Okay, na gut, wir gehen erstmal zu unserem Kollegen. Hier bitte. Okay, wir machen erstmal das Wimmelbild, ne? Der Typ kann auch weiterhin ohne Brille sehen, also alles gut. Fliege. So, zwei Fliegen, eine Fliege und eine Klappe. Zack, zack, wunderbar. Geldbeutel und Zahnrad. Hä? Ach, Diamant habe ich auch gleich mitgenommen. Ja, nice. Kommt Teddybär. Okay. Oh, ja, ich weiß, tut mir leid. Eine Puppe. Alter, das ist doch eine Puppe. Warum geht denn das nicht? Das ist doch eine Puppe. Necronomicon geht auch nicht. Eine Puppe geht nicht. Ein Auge. Eine Fledermaus. Schon wieder eine Fledermaus? Da. Das ist die Puppe. Also, jetzt mal ohne Witz. Das ist doch aber auch eine Puppe, oder? Ist das auch eine Puppe? Spiel sagt, nein, keine Puppe. Na gut, zumindest die falsche Puppe. So, was haben wir hier Schönes? Zack. Geldbeutel? Nein, okay, Geldbeutel ist versteckt. Ja, ist ja gelb markiert. Ah, okay, alles klar. Eine Eidechse. Ein Herz. Voller Schmerz. So. Hufeisen, Apfel, Eidechse, Zahnrad. Das ist ein Hufeisen. Okay, gut. Apfel, Eidechse, Zahnrad. Lass es bitte einen roten Apfel sein. Danke, Spiel. Danke. Eidechse. Zahnrad. Ja, wenigstens etwas, was wir gleich finden. Ah, okay. Die gute Eidechse. Und was müssen wir jetzt suchen? Und wir müssen suchen eine Retorte. Eine was? Eine was? Eine Retorte? So eine richtige Torte? Oder... Was ist denn bitte schön eine Retorte? Retorte.
Ja gut, der Name wird sehr schön. Gut, ich kenne mich nicht so aus, deswegen habe ich gedacht, es ist eine Torte, eine richtige Torte. So, erstmal hier, zack. Oh, Sir, my gratitude is boundless. Take this humble gift. I'm sure you'll need it. Okay, eine Ginsengwurzel. Die brauchen wir ja für die Zutaten. Ach so, und das können wir dann. Alles klar. Gut. Ja. Können wir ja jetzt schon mal hier anfangen. Ne? Ich glaube, das kommt dann hier drauf. So, dann kommt das hier rein. Nein, dann kommt er nicht da rein. Oh. Schwefel. Oh nein. Sollen wir jetzt etwa... Okay, wir haben die ganzen Käfer weggeätzt. Ja, gut, ist aber schuld, ne? Ja. Okay, wer hätte das jetzt gedacht, dass das Ding zusammenfällt, so wie das aussieht? Was? Ach nö, echt jetzt? Cool. Okay, cool. So, das ist da oben. Das ist... Toll, nach dem Motto, guck dir das vorher an und baue es dann zusammen. Kann ich das drehen? Nein, okay. Also, wir brauchen diese Teile. Guckst du hier? Nein. Achso, hier, Hexe. So, und das können wir jetzt nicht einfach so wieder zusammenbauen. Also, ach, okay, das ist dann egal, ob die über... Ah, okay, gut, gut, gut. So. So. Okay, So. Ach, wartet. Ja, so, zack. Zack. Okay, alles klar. Hä? Nee. Ja, okay, gut. Versuchen wir es erstmal hier. Auch nicht? Das passt doch theoretisch. So. Ja. Okay. Okay, dann machen wir erstmal hier. Nee, Wie gesagt, wir können es nicht drehen. Aber wir haben das jetzt soweit erstmal. Oh. So. Sieht für mich zumindest so aus, als ob das hier passen würde.
Okay. Aber die Teile sind trotzdem schon so gelegt, dass es normalerweise zusammenpassen müsste. So, das ist ja total hirnrissig. Dass das nicht geht, das ist klar. Aber warum? Wir haben das jetzt so weit zusammengekriegt. Warum klappt das hier nicht mehr? Ja gut, hätte ich das gewusst, hätte ich mir das wirklich nochmal vorher genau angeguckt. Das würde doch. So, ne? Fertig. Hm. Ah, okay. Ja. Gut. Wir haben es geschafft. Du erhältst eine Auszeichnung. Schlaues Köpfchen. Ja, danke. Danke. So, hier, bitteschön. Gib mir Licht. Eine Hexe, einmal Feuer und ein Drache. Oh Gott, ist da oben jetzt ein Drache oder was? Nein, es ist ein Wimmelbild. Sogar ein normales Wimmelbild wieder mit Texten. Yay. Okay. Ja. So. Gut, eine Säge, Karte, Kneifer, Libelle. Karte. Säge. Das ist eine Axt, eine Blume, eine Knarre. Ah. Ein Schuh. Ja. Die Suche nach den verlorenen Schuhen beginnt. Ihm die Säge und der Hut und der Schmetterling. Schmetterling, genau. Kompass. Kompass ist versteckt. So, Libelle. Das ist gut, das Hufeisen, das goldene Hufeisen. Ach, verdammt, ja. Löwe, Kerngehäuse. Die Raupe. Die Raupe, typisch Raupe, immer dort. Perlenkette, das war die Vase, das ist die Perlenkette. Noch zwei Schuhe brauchen wir. Zwei Schuhe und nur noch einen Schuh. Dritter Schuh. Das war der Löwe. Kerngehäuse. Nee. Das hier? Nein. Ja, ist okay. Und der Schuh. Wunderbar, wir haben die Schuhe, Kerngehäuse und Kneifer. Okay, wo ist der Kneifer? Kerngehäuse sagt mir, also
würde ich jetzt mal behaupten, dass es irgendwas mit einem Apfel zu tun hat, Kerngehäuse. Ja, sage ich doch, Apfel. Und der Kneifer. Ich bin halt wirklich gespannt, was wir bekommen werden, wenn wir den Kneifer gefunden haben. Was wir als nächstes suchen müssen. Nee, da ist nichts mit Kneifen, da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht, ja. Ist okay, mal gucken, wie lange wir das machen dürfen, bis wir irgendwann Verbot bekommen. Gott, ich bin gerade wirklich am... Ach so, wir brauchen ja auch noch einen Kompass. Ach du Heilige. Okay, wir haben den Kneifer gefunden. Das ist ja schon mal was. Aber wir... Und den Kompass. Jawohl. Und was dürfen wir als nächstes suchen? Eine Schale. Neuer Gegenstand, Ritualschale, entschlossen. Okay, Auszeichnungen, perfekt, gut. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, ne? Ach nein, wir brauchen noch die Blume. Aber können wir mit diesem Angelplatz dort? Weil ich meine, der Brunnen hat ja kein Wasser. Ja, es sei denn, er hat jetzt auf einmal Wasser bekommen. Ich kann den Gegenstand hier nicht verwenden. Okay. Ach so. Da ist schon Wasser drinnen. Ich verstehe. Wunderbar. So, ab dafür. Und jetzt können wir doch, glaube ich, hier... So, wir haben... Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Warum nicht? Wir haben das. Wir haben das. Das. Und Sand? Ist das Sand? Nee. Also für mich sieht es aus wie heiliger Sand. Ne? Auch wenn er vielleicht nicht heilig ist. Ist hier noch irgendein Wimmelbild? Kann ich hier vielleicht? Nein.
So, okay. Oh, finde ich gut. Ach so, muss ich vielleicht. Alles klar. Okay, ich musste das klein machen. So, und jetzt habe ich es geschafft, ne? For your help. Take this and give it to my mother. She'll know the spell's been removed and that I'm fine again. Hm. Aber wieso vom Zauber befreit? Ich dachte, hat sie nicht gesagt, dass er unten im Keller ist und er ja getötet wird und dass er jetzt hier okay. Neuer Gegenstand, Spielzeugpferd. Warum kann er nicht selber nach oben gehen und sagen, Mama, ich bin da? Ja gut, Mama ist tot, also ja. Bitte schön. Your boy is safe and sound. Thank you for saving my son. I sensed trouble long ago. I wouldn't even let my husband be Van Garrett's witness. Alas, tragedy has touched us all the same. Mhm. Take this key. I hope it will be of use to you. Ist das der Schlüssel für die Truhe unten, die wir da haben? Truhenschlüssel. Tschüssi. Aber ihn kann ich nicht, ne? Mit ihm kann ich nicht interagieren. Okay, gut. So, der Junge. Der Junge ist weg. Der Junge ist weg. So, was finden wir hier in dieser Kiste? Ein Teil 1 von Passierscheinfragment. Ja, warum auch nicht, ne? Lass mich raten, hier finden wir den zweiten Teil. Oh, mit Bildchen. Ja, jetzt wird es doch ein wenig interessanter. Wenn nicht sogar ein bisschen einfacher. Naja, naja, ne? So, zack, zack, zack. Einfach alles wieder mitnehmen, was nicht bei 3... So, zack, ne? Okay, Kerzenstände. Die Knarre. Die Feder. Schaufel. Dieses komische, diese komischen Dinge. So, das. Ach so, das war da hinten versteckt. Mei, mei, mei. Ah, nein. Verdammt. Es war nur ein Hufeisen. Ah, schade. Ach, das ist das. Ja gut, könnte hinkommen. Und natürlich das fehlende Schriftteil. Steil. Das hier ist ein Fragment. Passierschein 38. Aber warum ist das so in Teile gesplittert? Na gut, hier, Mister, bitteschön. Rühren. Kapitel 3. Yeah. Ein Steckbrief. Ja, ich wollte ihn vielleicht mal lesen, den Brief. Ein Fass voller Harz. Oh, okay. Ein Sack mit Getreide. Kein goldenes Hufeisen? Was? Ich bin beschämt. Oh, da war das goldene Hufeisen. Verdammt, ich hab's gesehen. Okay, Sheriffstern, Briefe. Ein Spielzeugpferd. Fledermaus, Stern, Perlen oder Trauben, ich weiß nicht genau, was das sein soll alles. Eine Tasse.
Eine Uhr, ein Kleeblatt geht nicht. Okay, noch nicht bestimmt. Das sieht auch wieder aus wie irgendein komischer Schlüssel. Sag ich doch. Schlüssel. Ein Pferd. So. Stempel. Könnte natürlich auch ein Siegelstempel sein. Da oben. Die Waage. Ein... Okay. So, eine Glocke. Glocke, Glocke. Ein Stock. Okay, was haben wir hier? Diese Uhr oder Stoppuhr, ich weiß nicht. Und dieses Zepterteil. Ja, mal gucken, was es werden soll. Hufeisen, Hufeisen immer gut und perfekt. So. Und was kriegen wir? Sägegriff. Gib mir das Hufeisen. So, natürlich, wir kriegen einen Sägegriff und... Achso, das war jetzt nur... Kann ich damit schon... Nein. Das Tor ist ver... Ist da gerade jemand vorbeigelaufen? Ein Fliegenfänger. Zerschneide ihn. Kann ich zurückgehen? Ja. Moment, was? Wieso? Nein. Wieso liegt dort jetzt auf einmal dieses Sägeblatt? Holz? Kann ich damit vielleicht... Kann ich jemanden ein Brett vor den Kopf hauen? Oh! Ein Wachhund. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Ja, genau. Hier ist der Hund. Wir können hier Sachen mitnehmen. Ein Hundenapf. Eine Fackel. Dort kann ich es hinauf, wenn ich die Leiter repariert habe. Ja komm, wir reparieren die Leiter. Oh Gott, Symbole. Nein, bitte nicht. Keine Symbole. Zahl, okay. Zu hoch, ich muss zunächst die Leiter reparieren. Ja, okay. Okay, wir haben eine Fackel. Und wir kriegen auf einmal zigtausend Bretter erscheinen vor. Wie zum Teufel? Was? Hebel? Wo kommt denn jetzt auf einmal das Ganze zu? Oh nein, das ist zu? Ach, come on, das ist ja jetzt so doof. Ich wollte doch eigentlich... Ach, Mann. Spiel. Hebel, Kurbel, Fackel. Okay, gut. Hier können wir nichts machen. Hier können wir den Sack, könnten wir irgendwie aufmachen. Glaube ich zumindest. Bloß jetzt gerade eher nicht. Eine brennende Fackel. Wir haben eine Kurbel. Wir haben Bretter. Mit den Brettern können wir was reparieren. Wir haben eine Fackel. Ach so, wir haben Harz. Natürlich, natürlich. Ja, schön tief rein, schön vollsiffen.
habe Feuer gemacht. Juhu, und jetzt weg damit. Klar, einfach mal wegbrennen alles. Moment, liegt da eine Angel? Wieso liegt da jetzt auf einmal eine Angel? Da lag doch die ganze Zeit keine Angel. Ich brauche einen Köder. Ja, komm. Wetten, da liegt jetzt hier irgendwo rum und sagt, nimm mich, nimm mich. Ich bin schon ganz reif. Oder was auch immer. Ein Köder, kann man den Hund nehmen? Ich meine, hey, nehmen wir den Hund als Köder? Ich habe gesagt, den Hund. So, wir haben eine Fackel. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Fang die Fackel. Hundenapf. Wetten, jetzt taucht irgendwo gleich wieder ein Wesen auf, was uns hilft. Aber warum kann ich denn nicht den Fliegenfänger nehmen? Und wenn ich Glück habe, hängt da noch Fliegen dran. Und das kann ich da wiederum als... Ne? Als Köder nehmen. Okay, geh nochmal zurück. Also hier kommen wir auf jeden Fall noch nicht rein. Das wissen wir. Ja, das wissen wir. Eine Kurbel, warte mal. Kann ich hier vielleicht... Ah, okay, und jetzt? Ja, natürlich. Wie alt ist denn das, bitteschön, Fleisch? Ja, wie viele Jahre liegt das schon hier drin? Ja, feiner Hund. Oh nein, da ist wieder dieser Junge. Was macht er da? Will er sich mit mir anlegen? Will er sich mit mir prügeln? Junge, lass mich in Ruhe. Geh weg. Ich habe Fackel. Ich kann den Gegenstand. Ja, den Junge verbrennen. So, was ist los? Constable, I beg you, please, save my father. He wants to ambush the horseman and catch him. But the horseman is the devil incarnate. Neither bullets nor swords can stop him. Ja, das stimmt allerdings. Weder das noch das. Keep calm, young Masbeth. He'll be fine. Tell me, where is he now? He's in the swamp. Look through the telescope. I'll run to town for help. Und weg ist er auf mysteriöse Art und Weise. So wie eine riesige Spinne versperrt mir den Weg zum Teleskop. Stirb. Ja, gut, da hat sich wohl, ja, die hat sich jetzt wohl in Luft aufgelöst, ne? Also kann passieren. Gib mir das Messer. Gib mir. So, Junge, wo bist du? Ich habe ein Messer. Und eine neue Notiz. Der Reiter hat im Winter 1879 im Wald bei Sleepy Hollow den Tod gefunden. Man sagt, zwei Zwillingsmädchen hätten ihn in eine von Soldaten gestellte Falle gelockt. Sie stießen ihn vom Pferd, köpften ihn mit seinem eigenen Schwert und vergruben ihn. Seitdem ist der Wald verflucht. Selbst die stärksten Männer wagen sich nicht hinein. An jenem Tag wurde im Land die Saat des Bösen gesät. Uiuiuiuiui, ne? Da gucken wir gleich mal durch. Kann nichts erkennen. Dann mach die Augen auf. Oder mach erstmal ein Wimmelbild. Kannst du auch machen. Mit Bildersuche. Okay, ein neuer Bereich, neues Bild an sich. Ne? Käse, das. Blaue Flasche. Große Flasche. Ein Hut. Ein Mond und eine Sonne. Leckere Trauben. Kleeblatt.
Also spielt es doch noch eine Rolle. Auch wenn es jetzt einfach nur zum Suchen ist. Sehr schön. Wir haben bestimmt schon einige übersehen, nehme ich mal an. Also ich glaube kaum, dass ich alles gefunden habe jetzt schon. So, hängt dieses Teil hier irgendwo dran? Da. Okay, versteckt ist es zumindest nicht. Schere. Wieder dieser komische Schlüssel oder was das sein soll. Okay, alles klar. Das Schild und jetzt das Kleeblatt. Die Frage ist halt, ist das Kleeblatt jetzt wirklich grün oder ist das irgendwie ein aufgedrucktes Bild, was ansatzweise da oben ist? Ja, toll. Yay, da. Teil 1 von wie vielen Teilen wird das sein? Längliche Kachel. Okay, wir haben Leim, wir haben längliche Kachel, wir haben Messer, wir haben Sieb und wir haben die Angel. Ein Sieb. Wimmelbild, okay, ich will aber vorher erstmal kurz was testen. Okay, na gut. Dann machen wir hier erstmal weiter. So, Axt, dreimal eine Axt. Briefmarke, Hammer, Äpfel, Apfel. Ja, die Sachen, die am sichtbarsten sofort zum Erkennen sind, sind immer die, die man am meisten nie sieht. Hammer, Äpfel, Fleutelis. Fleutelis? Da muss ich rumklicken, weil ich da absolut keine Ahnung habe, was das sein soll. Fleutelis. Briefmarke. Und der Briefmarke ist versteckt. Bingo. So. Nägel und Brille. Brille. Spinne. Nägel, Fächer. Münze, Kirschen, Kreuz, Foto. Foto, Hammer. Kreuz. Nägel. Das war... Ah, okay, das ist das. Okay, alles klar, wunderbar. Das freut mich, dass wir das jetzt weg haben, weil ich hätte schon kommen sehen, dass wir 10 Stunden dafür brauchen, um das zu finden. Kreuz. Kreuz, Kirschen, Münze. Ja, wie gesagt, Münze ist versteckt. Ja, genau. Piratenschatzmünze. Kirschen. Ach ja, Kirschen, ja. Ja. So, und das Kreuz. Wunderbar. Haken. Die Sache hat halt einen Haken.
So, der gute alte Haken. Wunderbar. Und ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Haken machen soll. So, was stand jetzt noch mal bei... Moment, Messer. So viel Zeit muss sein. Getreide, Sieb. Ja. Gut, da drin ist einfach mal ein Pinsel versteckt. Ja, warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Ein Altar. Okay, 13%, gut. Ja, da würde ich sagen, mache ich ab hier erstmal eine kleine Aufnahmepause wieder, denn wir sind schon fast wieder bei einer Stunde und noch was. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder eben einen Kommentar. Und ja, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall dann herausfinden, was sich... Oh ja, da piept auch schon der Countdown. So, ja, wie gesagt, was sich da befindet dahinter, werden wir sehen in der nächsten Folge. Und bis dahin erstmal. Tschüss.